Direkt wie ein Deck Review. Ich rede gerade sehr schnell, weil ich dieses Deck endlich aufmachen will. Ein Prestige-Deck, ja, es hat Standard-Faces und so, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist ein 100% Plastik-Deck. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, ich hoffe, ich irre mich nicht, dann ist das wasserdicht. Und das werde ich wahrscheinlich in diesem Video noch ausprobieren. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal direkt auf. Viel Spaß. Okay, die Packung hat hier so leichte Hervorhebungen hier auf der Schrift. Ich weiß nicht, das sieht man vielleicht sogar. Ja, sehr schön. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Auch hier unten das Zeichen so leicht. Oh, jetzt muss ich das Siegel brechen. Okay, ich sage mal, ich habe es ordentlich verkackt, den Sticker ordentlich zu öffnen. Aber egal. So, Karten gehen auf. Ui, das hat aber hier eine lange Lasche. Ah, und sie sind in Plastikfolie eingepackt. Das finde ich ja ganz cool. Packung, ja, was zu erwarten war. Kein InDesign oder so. Okay, noch mehr kein Unterschied, aber Standard-Back-Design. So, fühlen wir mal. Okay, fühlt sich schon komisch anders an. Machen wir die Packung ab, also die Folie. So, und da haben wir die guten Karten. Ich rieche mal kurz dran, weil ich rieche immer erstmal an Karten. Oh, die riechen irgendwie. Interessant. Wow, und die lassen sich verdammt gut dribbeln. Und die sind extrem biegsam. Wow. Ey, Leute, ich glaube, es gefällt mir. Entlofft. Karo 10 auf der Packung schon. Oh Mann, ey. Ah, okay, die lassen sich wirklich extrem gut dribbeln. Ich denke, mit der Werbekarte werde ich mal testen, ob die auch wirklich wasserfest sind. Wenn ja, dann wäre das natürlich extrem cool, ja. Ja, aber ist ja auf jeden Fall bisher ganz nice. Ja, mal weiter gucken. Wie ihr seht, die Faces sind hier nur vergleichsweise extrem klein drauf gedruckt. Und dafür immer dieser blaue Rahmen und außen größer. Das ist eigentlich genau das Gegenteil zu anderen normalen Karten. Hier auch die Bildkarten sind nochmal ein ganz Stück kleiner. Oder auch das erste ist hier einfach ganz winzig. Und dafür außen immer größer. Irgendwie gefällt mir der Look. Also doch nicht ganz Standard-Faces. Und die Triggers, der Karte der Welt. Oh, bitte mal Karo 10. Habt ihr schon bei meinem Instagram-Account vorbeigeguckt? Steht hier nochmal eingeblendet. Skyman-YT. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Hashtag Werbung. Ja, gut. Das sind so die Faces. Ich probiere mal nur für Fan. Ui! Das geht gut. Klein und gut. Okay, das Handfang kriege ich damit jetzt nicht so sauber hin. Und Schnitt. Bei Thema Schnitt, ich bin ja gerade schon im Schnitt. Was ich noch sagen wollte, mir ist aufgefallen, dieses Deck ist ein bisschen schwerer als andere Decks. Also das hier, als im Vergleich zu dem hier, ist auf jeden Fall schwerer. Um einiges. Ja, schon besser. Ich finde es aber echt cool, dass sie so extrem biegsam sind. Guck mal. Wir haben irgendwie Worm. Ja. So, jetzt habe ich es ja natürlich noch nicht durchgemischt. Ich denke, es wird nochmal Zeit. Okay, ich probiere mal einen Pharaoh Shuffle. Okay, nein, das geht damit gar nicht gut. Also ein Pharaoh könnt ihr damit nicht gut machen. Dann mache ich jetzt einfach mal sozusagen per Riffle Shuffle. Also ich riffle die jetzt ineinander. Und probiere dann einfach mal sowas wie Bloom. Also was, wofür man eigentlich einen Pharaoh braucht. Naja. Gut, aber an sich irgendwie gefallen mir die Karten. Ich habe mir die jetzt für 10 Euro gekauft. Wahrscheinlich eigentlich ein bisschen teuer, aber... egal. Also ich finde die sind extrem weich, aber... Karo 10. Aber trotzdem gut für einen Flickershot. Und jetzt ist sie mir da hinten runtergerutscht. Achso, und sorry Leute, dass das ein Video ist, was eigentlich nur aus einer Perspektive ist. Aber das ist jetzt relativ schnell gedreht, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Ja, darum geht das gerade so schnell. Ja, okay, ich probiere mal einen Backpump-Shot, obwohl ich den nicht kann. Naja. Gut. Ich würde sagen, ich teste jetzt mal kurz, ob das wasserfest ist. Mal sehen. So, Werbekarte ist hier. Ja,
Wasser ist im Wasserhahn. Bitte ein bisschen zurück mit der Kamera. Danke an meinen Bruder übrigens fürs Filmen. Und die Karte ist nicht hier. So. Oh, das ist sich komisch an dieser Rettung. Was kann ich denn nicht machen? Noch fühlt es sich normal an. Ich guck mal weiter. Ich lasse die da jetzt erstmal ein Weilchen drin. Bis später. So, jetzt sieht man hier, wenn die Belichtung stimmt, so, hier sind ein paar Tropfen. Moment, da. Also das Wasser perlt da schon ab. Ich hatte das jetzt ein Weilchen drin. Und jetzt warte ich mal, bis es wieder trocken ist. Okay, liebe Leute, ist wieder trocken und fühlt sich immer noch exakt so an, wie einer, der nie im Wasser war. Ja, kein Unterschied. Gut, ich werde das aber wahrscheinlich nochmal über Nacht da drin lassen. Mal sehen, wie das dann abläuft, sag ich mal. Und wie das dann am nächsten Tag aussieht. Wahrscheinlich auch noch morgen Vormittag, bis ich aus der Schule zurück bin. Und dann drehe ich den Rest. Jo, ciao. So, liebe Leute, gestern habe ich es gegen 10 Uhr abends da reingetan nochmal. Also nicht im Waschbecken gelassen, sondern hier in so eine Aluschale getan. Und jetzt ist es ziemlich genau 16 Uhr. Das heißt, es war jetzt 18 Stunden war das jetzt da drin. Und ja, dann holen wir es jetzt mal da raus, mal sehen, ob die Karte immer noch recht gut ist. Ja. Geil, fühlt sich gut an. Ja, doch, die Karte. Okay, jetzt klebt sie hier an der Badewanne, weil sie nass ist. Aber an sich, ich guck mal kurz, wie es in trocken ist. Jetzt kriege ich die Kamera nicht aus, muss ich nämlich mit dem Kinn machen. Jawohl, liebe Leute, wieder wie neu. Nice, das heißt, hiermit sind diese Karten offiziell wasserdicht. Stiftungs-Sky-Mini-Test, sehr gut. Und dieses Deck kriegt übrigens nochmal kurz, kleine Karte, dieses Deck kriegt von mir, sagen wir, 4 von 10 Punkten. Oder sagen wir 5 von 10 Punkten. Eigentlich 4, aber 5 dafür, dass es wasserfest ist. Das ist einfach überbaubar. Gut, damit haben wir das dann geklärt. Ich würde sagen, hier geht's zu meinem Kanal, hier geht's zu Infernrix, hier geht's zu Firecracker TV. Beziehungsweise hier ein bisschen weiter unten. Und darum geht es noch zu einem Video von mir hier bei der Packung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und keine mehr verpassen wollt. Und was für heute und ciao.